Herzlich willkommen zur nächsten Partie. Wir sind beim nächsten Turnier, für das sich Thal beim Interzonenturnier 58 qualifizierte, nämlich beim Kandidatenturnier in Ple Zagreb, Belgrad 1959. Er zählte nicht unbedingt zu den Favoriten der Michael Thal, denn er hatte eine ziemlich schwere Nierenerkrankung, wurde vorher operiert. Es ging ihm im Allgemeinen gesundheitlich nie sonderlich optimal. Dazu wird sicher auch sein intensives Rauchen und sein übermäßiger Alkoholkonsum beigetragen haben. Aber er konnte das Turnier gewinnen mit 20 Punkten aus 28 Partien. Eine unfassbar starke Leistung für Michael Thal. Es gab einige Spieler, gegen die er vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen hat während des Turniers. Zum Beispiel Keres, der Zweiter wurde. Aber er gewann zum Beispiel gegen den aufstrebenden Fischer alle vier Partien, die in diesem Turnier untereinander gegen jeden einzelnen Spieler ausgetragen wurden. Und eine dieser Partien möchte ich euch zeigen, weil das sind so zwei Legenden des Schachs. Und man sieht so ein bisschen, wie Thal sozusagen irgendwann auf einem sehr hohen Niveau ist und Fischer da rankommt und irgendwann Thal überholt. Hier ist es ganz klar noch, wer der Chef im Ring ist. Das war nämlich Michael Thal, der hier Fischer, dem jungen Fischer, ordentlich aufgezeigt hat, wo der Hase langläuft. Erstens E4, ein Duell, der vermutlich zwei der interessantesten Spieler, die es schachlich sowie menschlich je gegeben hat, wobei die Verwerfungen, die sich Fischer geleistet hat im späteren Leben, sicherlich sozusagen deutlich mehr zu verurteilen ist, als was Michael Thal je gemacht hat. Thal vor allem jemand, der sich selber viel geschadet hat, wie gesagt, durch intensiven Konsum von Dingen, die man nicht zu intensiv konsumieren sollte. Aber Fischer war da natürlich eine sehr andere Nummer. Nichtsdestotrotz zwei großartige Spieler unseres Sports, die auch den Sport selbst weit vorangebracht haben. Es kam die sizilianische Verteidigung und wie sollte es anders sein bei zwei dynamischen Göttern wie Fischer und Thal. Es kam nicht nur der offene Sizilianer, es kam die Neidorf-Variante mit A6. Fischer entschied sich hier für den Zug Läufer C4, ein Zug, den er gerne anwandte, der heutzutage ein wenig ins Hintertreffen geraten ist. Der Hauptgrund ist natürlich, dass A mit Läufer E3 und mit Läufer G5 sehr, sehr starke Alternativen zur Verfügung stehen, aber ganz prinzipiell betrachtet auch, dass Läufer C4 natürlich immer mal in dem Zug B5 sich reinstellt, der am Ende hier den Läufer angreift. Also, aber Läufer C4, ich habe das auch schon gespielt und vorbereitet, kann man natürlich gut machen, aber es ist nicht mehr inzwischen die Hauptidee. Bauer E6 richtet sich gegen diesen Läufer, damit der hier nicht allzu viel Wirkung hat und damit auch keine Figur allzu schnell, zum Beispiel der Läufer auf D5 auftaucht, bereitet sozusagen den Zug B5 ein wenig mit vor. Fischer prophylaktisch Läufer B3, das gilt auch heute noch als Hauptvariante, Läufer E7 und das gefällt mir sehr gut. Also Robert James Fischer oder wie ihn sozusagen die Schachwelt nannte und kannte, Bobby Fischer spielt hier direkt mit F4 ohne Scheuklappen direkt nach vorne. Und hier sieht man, dass Michael Thal einfach auch diese Stellungsstruktur sehr, sehr gut verstanden hat. Denn er wusste, das ist noch nicht gefährlich. Ich kann meinen König sichern, ich muss noch keine direkte Action betreiben, zum Beispiel mit dem Zug B5. Das ist nicht nötig. Ich kann erstmal meinen König sicherstellen, denn so gefährlich ist der Zug F4 nicht. Dame F3, ganz im Fischer-Stile, ein Fischerzug, der hier gespielt wird. Verhindert so ein bisschen vielleicht mal den Zug B5, weil dann immer mal E5 zumindest eine Drohung ist, wobei so einfach ist das auch immer nicht, muss man dazu sagen. Warum, das sehen wir gleich. Dame C7 kam in der Partie, warum das ein guter Zug ist, das sehen wir gleich, aber jetzt war aus meiner Sicht die Chance in dieser Stellung, wo Fischer einmal hätte versuchen müssen, seinen Vorteil weiter nach vorne zu treiben. Und zwar nicht mit der etwas zu ruhigen, kurzen Rochade, die er in der Partie spielte, sondern mit dem direkten F5. Direkt auf den Punkt E6 gehen und nach Springer C6, Läufer E3, Tausch, Tausch, B5,
Bauer nimmt, Läufer nimmt, Dame G3, versuchen weiter den Angriff fortzusetzen. Das ist hier vermutlich eine ganz gute Stellung für Weiß, denn die Dame auf G3 steht in der Regel sehr gut, weil sie den G7 ins Kreuzverhör nimmt. Auch die weißen Läufer stehen sehr, sehr schön. Das Feld D5 für den Springer ist zur Verfügung. Das einzige Problem ist hier natürlich der etwas schwache weiße König. Da brauchen wir gleich noch einen Zug Zeit, um den entweder auf die kurze oder wahrscheinlicher auf die lange Seite zu stellen. Aber ansonsten spricht hier alles für Weiß. Ja, es kam aber kurze Rochade. Und jetzt die Frage an euch. Wie geht es jetzt hier in dieser Stellung für Schwarz am besten weiter? Versucht das bitte so konsequent es irgendwie geht durchzurechnen. Jeder, der hier Sizilianisch spielt, wird es schon geahnt haben, aber es ist auch für jeden anderen wichtig, auch für jene, die kein Sizilianisch spielen, in solchen Stellungstypen Bescheid zu wissen, wie man sich am besten verhält, was die konsequenteste Fortsetzung ist. Nehmt euch dafür gerne ein paar Minuten Zeit, um auch natürlich die entsprechenden Folgen des eigenen Handelns zu beachten. Ich hoffe, ihr habt das Video angehalten und ordentlich über die Stellung nachgedacht. Der korrekte Zug hier ist der Zug B5, der klassisch sizilianische Zug. Aber warum ist dieser Zug eine solche Herausforderung, ihn zu spielen? Das Problem ist natürlich die Frage, was kommt hier eigentlich nach dem Zug E5? Weil da hängt doch der Turm auf A8. Und jetzt sieht man die Idee von Dame C7. Denn zum Beispiel nach Läufer B7, Dame A7, haben wir hier den Zug Läufer C5. Und die Dame ist auf einmal gefangen, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch der Springer auf D4 hängt und die Stellung ist gewonnen für Schwarz. Also, das ist der Grund, warum er Dame C7 gemacht hat, um B5 vorzubereiten. Und da B5 eine tatsächliche Drohung ist, hätte Weiß hier eben seinerseits aktiv werden müssen und mit F5 versuchen müssen, die schwarze Stellung konkret auseinanderzuhebeln und nicht Schwarz die Zeit zu geben, B5 zu spielen. Ja, er dachte allerdings, dass er jetzt hier noch die Zeit hätte für F5. Das war der Grund, warum er erst kurze Rochade gespielt hat. Er wollte dieselbe Variante, die wir nach Zehntens F5 uns angeguckt haben, hier haben, bloß dass er schon kurz rochiert hat. Aber da gibt es ein kleines Problem für Bobby Fischer, denn Schwarz hat jetzt einen sehr, sehr starken Zug. Ich hoffe, ihr habt das schon gesehen, als ihr euch über den Zug B5 Gedanken gemacht habt. Wenn nicht, dann schaut hier nochmal rein und überlegt, wie jetzt die korrekte Fortsetzung für Schwarz lautet. Wie gesagt, meine ganz starke Empfehlung, haltet da wirklich das Video an. Ja, also hier, wenn wir nicht reagieren müssen im Zentrum, dann reagieren wir nicht im Zentrum, sondern setzen unseren Plan vor und schwächen das gegnerische Zentrum. In diesem Fall, indem wir die wichtige Deckungsfigur des E4 beseitigen und den irgendwo hintreiben. In der Partie ist Fischer nach A4 gegangen, hat den Springer also abseits hingestellt und jetzt spielt Thal natürlich seine dynamische Klasse aus. Bauer E5, jetzt E5, weil jetzt geht ja kein Springer D5 mehr, deswegen war erst B4 zu spielen so wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt. Springer E2, Läufer B7, der nächste dynamische Zug, greift den Bauer auf E4 an, Springer G3, endlich wird die letzte Figur entwickelt, Läufer E3, Läufer C6, Läufer F2 und Dame B7. Diese letzten Züge, die kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Spielt die auch gerne nochmal durch, wenn ihr euch die PGN-Datei anschaut. Denn das ist hier ganz, ganz klassisch sizilianisch. Und deswegen habe ich das sizilianische Musterpartie genannt. Denn der Punkt E4 ist einfach unglaublich schwach. Und die Art und Weise, wie es Thal hier schafft, diese Schwäche konsequent auszunutzen, ist schon ziemlich bemerkenswert. Dass er Zeit hat, einen Zug wie Läufer C6 zu spielen, um anschließend Dame B7 zu machen, um eben den entsprechenden Druck gegen E4 zu verstärken. Also ein ganz tolles Manöver von Schwarz, von Thal. Ja, Fischer musste wahrscheinlich noch lernen, dass es so eine Art der Verteidigung gegen, vor allem gegen jemanden wie Thal nicht angebracht ist. Er versuchte sich hier zu retten mit dem Zug Turm FE1. Und jetzt kommt einfach eine Reihe von Zügen, in die ich mich absolut verliebt habe. Und ich möchte, dass ihr das nachempfindet, diese Liebe auf dem Schachbrett, möchte ich sagen, die hier Thal in die Welt getragen hat.
angefangen mit dem 17. Zug. Überlegt mal, was könnte Schwarz jetzt hier Starkes gespielt haben? Das wird noch eine der einfacheren Aufgaben bleiben, die ich euch in den nächsten Minuten stellen werde. Wie gesagt, haltet die Uhr gerne an, rechnet die einzelnen Varianten, spielt das Video wieder ab, sobald ihr meint, die richtige Lösung zu finden. In diesem Zusammenhang noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Wenn man nicht kontrolliert wird beim Schachtraining, gibt es immer das Problem aus meiner Sicht, dass man nicht kontrolliert wird und dass man so denkt, oh ja, könnte sein, dass der hier richtig ist, das ist meine Lösung, ich will jetzt weiter gucken. Wenn ihr wirklich lernen wollt, überprüft euch auch, reflektiert euch, ist das wirklich der beste Zug, was sind alle logischen Antwortmöglichkeiten etc. Gut, genug der Vorrede, der richtige Zug an dieser Stelle ist der Zug D5. Natürlich, das ist der klassische sizilianische Zug, immer wenn wir einigermaßen vernünftig die Chance haben im Sizilianer, den Zug D5 zu spielen, dann machen wir den auch. Denn dadurch wird das Zentrum aufgebrochen. Wir haben ja einen Bauern mehr im Zentrum und diese Zentrumsmehrheit ist jetzt kein rückständiger Bauer mehr auf D6, sondern ein starker Bauer auf E5. Also D5 in aller Regel eine gute Idee. Fischer nahm auf D5 raus, Springer schlägt D5, auch logisch, Springer E4. Und jetzt wieder die nächste Frage an euch. Wie geht es jetzt hier weiter? Was sollte Schwarz hier spielen? Auch dieser Zug ist, finde ich, schon schwieriger als D5, aber immer noch äußerst logisch. Wie macht Schwarz hier weiter? Um die Lösung zu finden, falls ihr nicht habt, jetzt ein kleiner Hinweis, muss man sich überlegen, wo spielt Schwarz ja eigentlich? Was ist ja eigentlich der schwarze Angriffsplan? Und ich denke, wenn man den schwarzen Angriffsplan, den Flügel, wo Schwarz gerne angreifen will, herausgefunden hat, dann ergibt sich der nächste Zug relativ einfach. Denn der nächste Zug ist natürlich Springer F4, direkt ins Herz der weißen Stellung. Denn ja, alles guckt, oder nicht alles, aber vieles und vor allem das Wichtigste, guckt Richtung weißen König. Der ist unter einem immensen Beschuss und es ist gar nicht klar, wie der sich aus diesem Beschuss auf der langen Diagonale genau retten will. Der Springer ist gefesselt, kann nirgendwo hingehen. G3, ja, funktioniert auch nicht gut, wegen Springer Schach gefolgt von Springer G5. Und ja, deswegen ist die Situation sehr schwer. Fischer versuchte mit C4 Kontrolle zu bekommen, ein bisschen Stabilität herbeizuführen. Wahrscheinlich auch, weil er gerechnet hat, dass Schwarz ja gar nichts droht. Aber ist das so? Ist das wirklich so, dass Schwarz hier nichts droht? Ich kann es mir bei so einer Stellung eigentlich kaum vorstellen. Überlegt mal, was hier eine gute Idee sein könnte für Schwarz, um die Stellung weiterhin im schwarzen Vorteil zu halten. Thal hat hier eine fantastische Fortsetzung gefunden. Habt ihr eine Idee? Wenn nicht, dann rechnet bitte. Rechnet, rechnet, rechnet. Was sind hier Möglichkeiten? Die Standardmöglichkeiten sind natürlich immer Schach- und Schlagzüge. Davon gibt es hier, das kann ich abkürzen, nicht sonderlich viel Gute. Die Schachzüge stellen eine Figur ein und Schlagzüge, ja, den schönen Läufer auf C6 wollen wir eigentlich nicht geben. Und das sind eigentlich mit fast die einzigen Schlagzüge. Springer schlägt G2 offensichtlich für den Moment zumindest auch nicht unser Plan. Das bedeutet, wir sind bei den Drohzügen. Das heißt, wir stellen eine direkte Drohung auf. Und das hat Thal hier gemacht, nämlich mit dem Zug G6. Fordert er direkt den Bauern auf F5 raus, dann unterschlagen wäre gleichbedeutend beinahe mit einem Figurengewinn. Das konnte Fischer nicht zulassen, deswegen hat er sich hier den Bauern geschnappt und jetzt kam einfach H schlägt G und man nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Es geht hier mit F5 weiter. Das ist klassischer Thal. Das ist ein Thalzug, wie er im Buche steht oder in einem Videokurs. F5 nutzt das konsequent aus. Die schwarzen Figuren stehen natürlich gut genug, dass der schwarze König nicht allzu schwach wird. Vor allem, wenn der Preis, der winkt, eine ganze Mehrfigur ist. Also eine fantastische Frequenz G6, um den F5 abzulenken und dann direkt F5 zu spielen, um die Fesselung auf der langen Diagonale auszunutzen. Ja, und jetzt ist erstmal eine Figur weg. Natürlich hat man hier noch ein bisschen Spiel und kann sogar so die Figur retten, aber das ist nur ein Retten auf Zeit, denn der Punkt G2 ist so unglaublich schwach, dass mit ein bisschen Geduld der einfach weg ist, der G2.
Dame E3. Und jetzt Frage an euch. Was ist hier der richtige Zug? Der nächste Zug hat mir so gut gefallen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch könnt ihr inzwischen wahrscheinlich, wie gut mir so ein Zug gefallen könnte. Überlegt mal, was ist hier der richtige Zug für Schwarz, um hier gewinnbringend fortzusetzen? Habt ihr eine Idee? Ja, der richtige Zug hier ist Turm AE8. Die einzige Figur, die noch keine Rolle spielt, deckt jetzt den F5. Alle schwarzen Figuren stehen gut. Der Punkt G2 ist schwach. Die weißen Figuren, da rede ich vor allem von dem Läufer auf B3 und dem Turm auf A1, stehen sehr, sehr schlecht. Alles spricht gegen die weiße Stellung. Und jetzt schafft es Schwarz auch noch so einen prophylaktischen Zug wie Turm AE8 zu machen, wo die einzige Figur von Schwarz, die bisher nichts getan hat, auch eine wichtige Rolle erhält, nämlich den einzigen neuralgischen Punkt im schwarzen Lager zu decken. Ja, und der Rest war Formsache. Turm E2 kam jetzt, um den G2 zu decken, das ist schon ein bisschen bitter, nimmt man halt raus. Und jetzt nicht hier langsam und vielleicht E4 oder F4, nein, Kavum, Läufer schlägt G2, der nächste Bauer ist fällig, Dame schlägt G2, geht natürlich nicht wegen Turm G8. Und nach König schlägt G2 ist das Mindeste, was man hat. Dame schlägt C5, vielleicht garniert mit einem Schach vorher auf G8. Deswegen kam jetzt hier Springer schlägt A6, Dame A7 Schach, König schlägt G2, Turm G8 Schach. Ja, also selbst wenn er eine Figur rausnehmen kann, immer erstmal die Schachs geben, matt setzen. Das gefällt uns natürlich gut. König H3 und jetzt nehmen wir natürlich nicht den Springer raus, weil im Moment würde dann ja nur eine Figur genommen werden. Nein, wir setzen matt. Wo ein matt gesehen wird, wird es auch gespielt. Es droht Dame H6 matt, Läufer D1 mit der Idee natürlich. Und da sieht man die Zähigkeit von Fischer, nach Dame H6 Schach Dame H5 zu spielen, was immer noch komplett gewonnen ist, aber egal. Aber jetzt Tal. Turm E6 greift den Springer an und droht Turm H6 Schach mit matt, beziehungsweise, ja, es ist matt in wenigen Zügen. Und hier sah jetzt auch Fischer ein, dass an diesem Tag, am 28.09.1959, gegen diesen Michael Thal für ihn kein Kraut gewachsen ist. Also wirklich eine fantastische Leistung von Michael Thal, ein Angriffssieg im Sizilianer, wie man es sich wünscht. Keine Figur, kein Bauer wurde hier verschwendet, jeder hatte seinen Sinn und der Turm auf A1, der steht da von Anfang an. Da stand da die ganze Partie und da stand auch wieder die nächste Partie. Der hat sich nicht bewegt, der hat sich gelangweilt, der hat auch keine Aufgabe in der Partie erhalten. Das ist etwas, was Fischer äußerst selten passiert ist, dass bei seinem dynamischen Schach auf einmal irgendwelche Figuren auf der Strecke blieben. In dieser Partie ist es ihm allerdings passiert und die Quittung hat er vom Magier aus Riga erhalten. Das auch zu Recht. Ja, er gewann das Kandidatenturnier und was das bedeutet, ist klar. Weltmeisterschaft steht an und durch den nächsten Abschnitt seiner Karriere, ja, da werde ich euch in den nächsten Videos mit entlang führen. Vielen Dank, dass ihr das angeschaut habt und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.